Tja, wer sich so intensiv abkühlt, klar, der muss sich auch wieder intensiv aufwärmen. Oliver Beer, Elversbergs Co-Trainer, ist da der Einheizer. Nicht nur aufgewärmt, richtig heiß sollen sie sein. Seine Spieler. Michael Wiesinger, seine Warnung, bloß nicht an Betriebstemperatur einbüßen im Vergleich zum Derby-Sieg vergangene Woche. Elversberg, weiße Trikots, identische Startelf wie gegen Saarbrücken. Und dazu gehört auch er hier, Lukas Kohler, freie Bahn. Nach nur 6 Minuten also schon die erste richtig heiße Elversberger Szene. Und Kohler, letzte Woche schon gegen Saarbrücken, einer der besten, gleich wieder im Fokus. Ja, hier ist ganz schnell klar, wer zunächst einmal die Hosen anhat. Schwarz und weiß eben. 13. Minute, Eckball SVE, Österhellwig, der absolute Standard-Experte. Und da wird's zum zweiten Mal richtig knapp. Pirmasens Grünnagel verlängert unfreiwillig, Kiel Gomez kommt zu spät. 19. Minute, Selentin über die stärkere, die rechte SVE-Seite. Österhellwig. Ja, warum denn nicht? 8 Saisontore hat er schon. Hose sitzt, Schuss fast auch. Letzte Woche gegen Saarbrücken traf er per Freistoß zum 1:1. Michael Wiesinger, Leistung passt, Chancenverwertung kann noch besser werden. Die 27. Minute, Ball und Spieler in völlig ungewohnter Umgebung, am und gleich sogar im Strafraum der SVE. Sissé ist das. Batz, Batz, Kiel Gomez, tatsächlich. Pirmasens vermeldet seine erste Möglichkeit, eingeleitet vom Ex-Elversberger Sissé. Nur 2 Minuten später. Warshausen. Kiel Gomez. Und dann wird's schnell. Göttel, Perstaller, Selentin. Selentin, knappe Stunde gespielt. Knappe halbe Stunde gespielt, so stimmt's. Und dieser Jubel ist absolut verdient. Verdient und schön anzuschauen. Gerade die Vorbereitung. Warshausen, Göttel, Perstaller, alles direkt, alles wohl genauso gewollt. Und Sven Selentin findet die ideale Lücke zwischen den Torhüterbeinen von Daniel Batz. :1, der Tabellenführer legt vor beim Tabellen-16. Und Elversberg kühlt auch danach nicht ab. Und schon wieder diese heiße Kombination Standard und Österhellwig. Achtung, drin oder nicht drin? Die Beantwortung der Frage muss warten, denn Elversberg drückt weiter. Birk, Österhellwig, feine Finte, Österhellwig. Es läuft die 37. Minute. Es ist die letzte von vielen Tormöglichkeiten der SVE vor der Pause. Busi klärt rechtzeitig und kurz vor der Linie, keine Elversberger Proteste. Die spielen einfach weiter, gewinnen die Bälle immer wieder schnell zurück, lassen Pirmasens nicht verschnaufen, sind ganz klar die bessere Mannschaft hier. Und vor allem er überzeugt, Maximilian Österhellwig. :1. Der Pausengang von Michael Wiesinger wirkt, wenn man genau hinschaut, durchaus zufrieden. Denn auf diesem stolperanfälligen Grün zu glänzen, ist heute gar nicht so einfach. Und noch ein Beispiel. Zweite Halbzeit. Wieder eröffnet Weiß. Wieder über rechts. Kohler.
Perstaller, 49. Minute. Perstaller, sein zweiter Startelf-Einsatz in dieser Saison. Letzte Woche Siegtorschütze gegen den FCS. Danach verliert die SVE ein wenig die Ordnung und die Dominanz. Pirmasens kommt besser ins Spiel. Benjamin Auer, Achtung, Daniel Batz, knappe Stunde gespielt. Auer, der Bundesliga-Profi, der Ex-Bundesliga-Profi, klasse freigespielt. Aber Batz macht keinen Platz. Gute Szene des Elversberger Torhüters. Ruhender Ball und Österhellweg, ja, Sie wissen schon, das bedeutet Torgefahr, auch aus knapp 30 Metern, die 61. Minute. Elversberg führt so nur 1:0. Beruhigung, weiter Fehlanzeige. Und Michael Wiesinger, der weiß, wie schnell so ein Spiel kippen kann. Also aufpassen. Jetzt zum Beispiel Freistoß Pirmasens. Roacker, noch so ein Ex-Elversberger. Achtung, Reinhardt, die mit Abstand stärkste Defensive der Liga, die der SVE. Erst 7 Gegentore in 15 Spielen. Sie kommt zum zweiten Mal ins Straucheln. Gut nur, dass Reinhardt Schuss noch Warshausens Hacke trifft. Schlussphase. Abschlag Batz. Und der wird zur Vorlage für Sven Sellentin. Der ist immer noch schnell unterwegs. Sellentin, Österhellweg, Reinhardt klärt, es bleibt beim 0:1. Und das ist dann auch der Endstand. Elversberg gewinnt zwar knapp, aber gerade mit Blick auf die sehr gute erste Stunde absolut verdient. Erste Halbzeit fand ich sehr gut von uns, verdient in Führung gegangen. Zweite Halbzeit hatten wir keine Ordnung mehr im Spiel. Ja, wir haben weniger Ballbesitz gehabt. Der Gegner hat eigentlich nur mit langen Bällen operiert. Und ja, mit Glück und Geschick haben wir es dann verteidigt und konnten es 2:0 nicht machen. Ja, das ist das Thema. Du musst hier natürlich höher führen. Und dann, glaube ich, hast du hier einen entspannten Nachmittag. So wie ich es heute erlebt habe, habe ich definitiv keinen entspannten Nachmittag gehabt. Na dann nochmal, jetzt auch für den Trainer, zum ganz entspannt genießen. Die Kombination zum 0:1, vollendet durch Sven Sellentin. Fazit heute, sehr gute erste, durchwachsene zweite Hälfte. Ich habe in der Halbzeit gesagt, es ist hier ein Kampfspiel. Ja, wir stehen ja gerade auf dem Platz hier, extrem schwer hier zu spielen. Und da muss man erstmal dagegen halten. Und da hat uns Pirmasens dann ja, über ihre Mittel in die Bredouille gebracht. Aber es war auch nicht zwingend. Ja, aber wir wissen es aus der Vergangenheit, ein langer Ball, ein Ball rutscht durch und plötzlich stehst du wieder nur mit einem Punkt da. Und das war heute die Gefahr. Gott sei Dank, Mund abputzen, 30 Minuten nach Hause fahren, wichtige 3 Punkte. Von wegen cool, richtig heiß gelaufen, die SV Elversberg. Ein hartes Stück Arbeit in der Pfalz für die SVE. Gut unterstützt von den mitgereisten Fans hat die Mannschaft nach dem erfolgreichen Derby gegen Saarbrücken in Pirmasens nochmals nachgelegt.